In der Demokratie ist jeder normale Bürger ein König. Aber ein König, der nur formell entscheidet und dessen Funktion darin besteht, Verordnungen zu unterzeichnen, die ihm von der ausführenden Verwaltung vorgelegt werden. Das Problem der demokratischen Rituale gleicht daher dem großen Problem der konstitutionellen Monarchie. Wie lässt sich die Würde des Königs wahren? Wie kann man den Anschein aufrechterhalten, dass der König tatsächlich entscheidet, obwohl jeder weiß, dass es nicht so ist? Mit diesen Worten von Slavoj Žižek begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium Unterwegs zum Denken. Wir befinden uns heute das erste Mal außerhalb von Freiburg in den Niederlanden in Nijmegen und werden uns heute dem Problem der Demokratie widmen. Ein Problem, das uns alle, ob wir es wollen oder nicht, beschäftigt und das wir heute auf den Grund gehen wollen. Aber was ist eigentlich das Problem mit der Demokratie? Kein demokratisches Land hat jemals die Waffen gegen ein anderes erhoben, in keinem demokratischen Land hat es jemals eine Hungersnot gegeben und in einem demokratischen Land sind alle Bürgerinnen und Bürger gleichgestellt. Und ist nicht gerade die Demokratie die Konsequenz aus unserer teilweise schrecklichen Geschichte? Doch vielleicht ist das gerade der Trugschluss, der Trick der Demokratie. Ein nepalesisches Sprichwort sagt, wer seinen Feind umarmt, macht ihn bewegungsunfähig. Und vielleicht macht auch gerade die Demokratie durch ihre ständigen Umarmungen die Kritik an ihr bewegungsunfähig. Das ist zumindest der Verdacht jener Philosophen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Ob dieser Verdacht begründet oder unbegründet ist, darüber wollen wir uns heute mit einem niederländischen Philosophen unterhalten, der in seinem Denken versucht, dieser Spur des Verdachts nachzugehen und uns vielleicht zeigen kann, inwieweit wir uns von den Umarmungen der Demokratie befreien können, um wieder selbst zu denken, Evert van der Swerde. Ja, hallo, kann das hallo. Sie sind ja Professor für politische Philosophie hier in Nijmegen. Da wollte ich Sie mal fragen, grundsätzlich, warum eigentlich politische Philosophie für Sie? Nun, erstens natürlich, weil das mich am meisten interessiert. Aber zweitens, ich denke, dass politische Philosophie ein wichtiger, vielleicht sogar überwichtiger Bestandteil des politischen Lebens einer Gesellschaft ist. Man braucht auch die politische Philosophie, die hat seit dem griechischen Altertum immer existiert, vielleicht auch schon vorher, und ist ein wesentlicher Unterteil des politischen Lebens. Weil sie die Begriffe untersucht, die in der Politik und von Politikern, aber auch von Leuten einfach, wenn es um Politik geht, benutzt werden und auch weil sie da die richtigen, das heißt die radikalen Fragen stellt. Das bedeutet auch, dass politische Philosophie immer etwas Marginales an sich haben wird. Also sie steht nie im Mittelpunkt des politischen Lebens, sondern immer am Rande sozusagen und macht dort ihr radikales und kritisches Geschäft. Ja, dann würde ich finde das wichtig und ich mache da gerne mein... Sie tragen da gerne dazu bei. Ja, genau. Und Platon ist ja der, also wenn man sich die Hauptwerk von Platon anschaut, dann ist ja der Staat, das dickste Buch von Platon beschäftigt sich ja mit der politischen Philosophie. Ja, genau. Und das ist kein Zufall. Und es ist nicht nur der Staat von Platon, Politeia, sondern es gibt auch noch den Politikos, also der Staatsmann wird es manchmal übersetzt oder der Politiker. Und durchaus kann man sagen, dass in den Werken von Platon, auch besonders in den frühen Werken, wo der Sokrates noch irgendwie naturell auftritt sozusagen, nicht? Und noch am Leben war auch. Da ist das Politische überall anwesend. Ja, dann schauen wir mal, wie weit das Politische bei uns heute anwesend oder abwesend ist. Ja. Und dann gehen wir einfach mal weiter in ein Café und unterhalten uns noch genau darüber. Wunderbar, gerne. Okay.
Ja, Herr van der Seyde, mit der Demokratie ist es ja so eine Sache. Wir wollen ja heute über die Demokratie sprechen. Mhm. Und es gibt ja in der Demokratiekritik oder Zustimmung in der Demokratie gibt es ja zwei verschiedene Richtungen. Und die einen, die sozusagen sagen, man kann das System von innen her säubern, man kann das System von innen her revolutionieren, aber verbessern. Mhm. Und die anderen da sagen, das System an sich ist sozusagen falsch, wir müssen komplett was Neues machen. Mhm. Und diejenigen, die sagen, man muss das System an sich ändern, die bringen ja ein Argument an gegen die Demokratie, nämlich, dass wir heute in gewisser Weise alle Demokraten sind. Wir können nicht raus aus der Demokratie. Und da schreibt ein Vertreter von dieser Richtung, nämlich Jean-Luc Nancy, der schreibt an einer Stelle, hat es einen Sinn, sich als Demokrat zu bezeichnen? Offenkundig kann und muss man antworten, nein. Keinerlei Sinn mehr, weil es nicht mehr möglich ist, sich als etwas anderes zu bezeichnen. Mhm. Wie würden Sie das interpretieren? Also ich denke, dass das ist nur der halbe Satz. Ne? Ja, das ist da kommt noch Satz. Etwas. Ja. Ich denke, dass das genau auf das Problem hinweist, mit dem wir konfrontiert sind. Nämlich, dass auch die radikale Kritik der Demokratie befindet sich in einem demokratischen Rahmen. Sie kann sich zwar außerhalb dieses Rahmens denken, nicht aber stehen. Also die Kritik funktioniert immer auch schon in diesem demokratischen Rahmen und wird davon aufgenommen. Und wenn da gesagt wird, ich bin nicht sicher, ob ich da mit dem Nancy einverstanden bin, wenn der sagt, das ist ein meinungsloser Begriff geworden, Demokratie oder ich bin Demokrat. Das Problem ist, dass alle sagen und sagen müssen, ich bin Demokrat. Zugleich aber werden damit ganz verschiedene Sachen bedeutet. Ich meine, Bashar al-Assad, der Präsident von Syrien, sagt auch, ich bin Demokrat. Mhm. Alle sind Demokrat. Damit ist aber der Begriff noch nicht meinungslos geworden, nur sehr kompliziert. Und müssen wir, und in dem Sinne bin ich eher für eine immanente Kritik der Demokratie, wir müssen mit diesen Begriffen arbeiten. Also Sie sind sozusagen auf dieser Seite von denjenigen Leuten, die sagen, nicht die Revolution an sich, nicht das System an sich ist falsch, sondern man kann das System von innen her säubern. Oder säubern ist auch schon ein gefährlicher Begriff, aber verbessern. Es gibt keine andere Wahl. Auch wenn das System durch und durch korrupt wäre, was ich nicht glaube, dann noch, man befindet sich schon drin. Es gibt keine Außenpositionen mehr. Das ist eben ein Paradox der Demokratie. Es gibt keine Positionen, die nicht irgendwie in dieses demokratische Spiel aufgenommen werden können und auch werden. Wie ist es zum Beispiel, wir haben ja einmal darüber gesprochen, über diese repressive Toleranz in der Demokratie. Wenn wir heute uns eine der größten Bewegungen, die sich jetzt mit dieser Wirtschaftskrise, die 2008 ausgebrochen ist und die sich dagegen gestellt hat, das war diese Occupy-Bewegung. Mhm. Was macht diese Occupy-Bewegung? Macht sie eigentlich nicht, wie Sie jetzt sagen, wir sind drinnen, wir können nicht raus aus diesem Kreis? Bestätigt sie nicht eigentlich nur das, oder reproduziert sie nicht eigentlich die Demokratie dadurch? Ja, aber nicht nur. Ja. Also wenn man sagt, reproduziert sie nicht nur oder ist sie nicht nur Bestätigung und so weiter. Sie ist Bestätigung, aber nicht nur Bestätigung. Sie ist Bestätigung und zugleich auch Unbestätigung oder Destabilisierung und so weiter. Und diese Destabilisierung ist ja immer die Weise, in der die Demokratie sich reformiert oder sich erneuert und zugleich, das ist das Problem hier, zugleich reproduziert, auch in dem massiven Sinne, den wir nicht lieben, und zugleich auch verändert, auch in die Richtungen, die wir gerne hätten. Das ist, repressive Toleranz ist ein wichtiger, finde ich immer noch, ein wichtiger Begriff, formuliert die Sache aber nur von einer Seite. Und es gibt die andere Seite, die sagt, in diesem Rahmen kann man im Prinzip auch doch sehr vieles machen, das auch grundlegend kritisch und radikal kritisch ist gegenüber bestehenden demokratischen Verhältnissen. Was wäre das für Sie? Also Occupy ist ein schönes Beispiel. Mhm. Oder da hat es weltweit, hat es in den letzten 10 Jahren, hat es sehr viele Bewegungen gegeben von Ägypten, Tahrir, Occupy, Indignados in Spanien und so weiter. Natürlich ist das, sag mal, der etablierte Staat ist immer dabei zu versuchen, das zu inkorporieren und irgendwie eine fixe Stelle zu geben.
Zugleich aber ist damit die Geschichte nicht zu Ende, denn das ist nur eine Perspektive. Es gibt die andere Perspektive, die Perspektive, die diese Leute selbst einnehmen, also die Teilnehmer von Occupy zum Beispiel. Und die Geschichte geht nie zu Ende. Aber Sie sind, wenn man jetzt mit Nancy könnte man sagen, aber Sie sind trotzdem sozusagen in diesem System drinnen. Ja, also natürlich. Sie äußern Ihre Kritik in dem System, weil sozusagen Kritik in dem System auch schon enthalten ist. Die Möglichkeit der Kritik. Die Möglichkeit der Kritik. Ja, ja, ja. Zugleich sind damit auch die Beschränkungen gegeben. Und das ist, was natürlich sehr frustrierend sein kann. Weil man will eine radikalere Kritik, man will eine radikalere Veränderung. Man ist grundsätzlich unzufrieden mit dem, was heute Demokratie heißt. Mhm. Und die Möglichkeiten, daran etwas zu ändern, sind sehr beschränkt. Und das frustriert. In der politischen Philosophie, oder wenn man sich Platon ansieht, dann ist ja das interessant, wie Platon das beschreibt, die verschiedenen Formen der Politik. Und jedes Mal folgt auf diese Form, wenn er sie beschrieben hat, in der Politeia, die Frage, wie sieht eigentlich der Mensch aus, dieser Form der Politik. Jetzt in unserer, das ist auch ein Problem in der Demokratie, dass gewisserweise durch das Marketing, durch die Werbung, die Personen dargestellt oder sich so darstellen, um gewählt zu werden. Ja. Wie schaut eigentlich dieser demokratische Mensch aus? Also ein Beispiel, zum Beispiel, das Zizek hier verwendet, ist Berlusconi. Und ja, da schreibt er über Berlusconi eben einmal, wie sich Berlusconi darstellt. Nämlich, da schreibt eben Zizek einmal über Berlusconi: Ich bin einer von euch, ein bisschen korrupt, habe Ärger mit dem Gesetz, kriege Probleme mit meiner Frau, weil mich andere Frauen anziehen und so weiter und so weiter. Mhm, also er spielt sozusagen diesen Durchschnittsitaliener. Mhm, ja. Wobei er natürlich überhaupt nicht diesen Durchschnittsitaliener ist. Nicht? Ja. Er ist nicht ein bisschen korrupt, er ist total korrupt. Ja. Er hat nicht ein bisschen Ärger mit seiner Frau, sondern er hat ein Gerichtsverfahren wegen Sex mit Minderjährigen und so weiter. Er spielt also den Durchschnittsitaliener, und ich frage mich auch, ob nicht der Durchschnittsitaliener das durchschaut. Also ich denke, dass es gibt immer eine Art Überförderung der Politiker auf der einen Seite, aber auch eine Art Hochspielung und Überspielung der Politiker in diesem Versuche, sich als Durchschnittsmenschen darzustellen. Dabei ist Berlusconi ein interessanter Fall, und ist es auch, ich finde, Berlusconi ist kein italienisches Phänomen, er ist ein europäisches Phänomen. Und es ist deshalb auch wichtig und interessant, dass dieses Buch, aus dem du zitiert hast, das ist die deutsche Übersetzung, es gibt es aber auch auf Englisch und auf Französisch. Ja. Und diese Diskussion über Demokratie ist eine europäische, eine gesamteuropäische Diskussion. Was man soll hier auf unserem Tisch auch sehen kann. Ja, was man hier auf dem Tisch auch sehen kann. Und Berlusconi steht ja nicht nur für Berlusconi oder für die Korruption Italiens, sondern er steht für eine neue Art von Politik, die von großen Firmen unterstützt wird. Er ist ja selber eine große Firma, die mit Medien anders umgeht und die auch eine neue Art von politischer Partei gegründet hat. Die Partei, die von Berlusconi gegründet wurde, und hier in den Niederlanden gibt es eine ähnliche Partei, die Partei für die Freiheit, mit nur einem Mitglied zum Beispiel. Nicht nur der Parteileiter ist da Mitglied. Und natürlich, diese neuen Phänomene werden dann auch wieder ins demokratische Spiel aufgenommen, und allmählich transformieren vielleicht diese Parteien sich auch. Aber ich denke schon, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo auch wenn es um die Formen geht, die politischen Formen, ist die Demokratie in einem grundsätzlichen Veränderungsprozess bezogen. Und wir wissen ja noch nicht, was rauskommt. Mhm. Es ist aber klar, dass sich da etwas ändert. Die klassische politische Partei ist im Untergehen. Da gibt es dieses Buch von Colin Crouch über Postdemokratie, das in Deutschland besonders stark gewirkt hat. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion. Ich hätte da eine, weil Sie vorher das erwähnt haben, der Durchschnittsitaliener weiß, dass Berlusconi korrupt ist, weiß, dass er mit einer Minderjährigen Sex gehabt hat. Hier möchte ich ein Zitat auch bringen, wieder von Zizek, wo er eben schreibt, und
Da schreibt er nämlich einmal Žižek: Kein Mensch nimmt Demokratie oder Gerechtigkeit mehr ernst. Wir alle wissen um deren Korruptheit und dennoch praktizieren wir sie. Das heißt, wir demonstrieren unseren Glauben an sie, weil wir annehmen, dass sie auch wirken, wenn man nicht an sie glaubt. Mhm. Deshalb ist Berlusconi unser großer Kung-Fu-Panda. Und ich habe ja heute diesen Kung-Fu-Panda hier auf unseren Tisch gestellt. Der hat auch eine Bedeutung. Nämlich dieser Kung-Fu-Panda ist in gewisser Weise auch eine Form der Demokratie. Die Kung-Fu-Panda ist ein Animationsfilm aus dem Jahr 2008. Und die Story dahinter ist die, dass dieser Kung-Fu-Panda sehr untalentiert ist für Kung-Fu, wird aber schicksalsmäßig ausgesucht, um die Stadt zu retten vor dem Bösen, und schafft es dann irgendwie auch. Also er schafft es irgendwie. Und dieser Kung-Fu-Panda, wenn man ihn sieht, er ist kuschelig, er ist warm, er isst die ganze Zeit. Das heißt, das ist auch eine Metapher, eine Analogie zur Demokratie, weil auch die Demokratie sagt... Ständig gefüttert werden muss. Genau, die ständig gefüttert werden muss und ständig sagt, ja, sieh doch, es ist doch alles gut, wieso regst du dich auf? Ja, also was ich da interessant finde, ist, dass Berlusconi ist ja auf der einen Seite vielleicht ein normaler Mensch, zugleich aber ist er der Kung-Fu-Panda in dem Sinne, dass er total undurchschnittlich ist. Und die interessante Frage für mich ist eigentlich, was passiert, wenn jetzt die Politiker, Berlusconi als Beispiel, wenn die Politiker nicht Durchschnittsmenschen sind, sondern etwa extreme Varianten dessen, was auch unter den Menschen lebt. Also der Berlusconi ist nicht ein bisschen korrupt, sondern total korrupt. Warum passiert es, dass die Leute irgendwie diesen Politiker lieben, der auf der einen Seite extrem ist, also, und vielleicht sogar irgendwie ein Idealbild. Alle möchten so korrupt sein wie er. Zugleich ist er damit total verwerflich. Ne? Mhm. Wenn die Politiker es falsch machen, wir haben sie zwar gewählt, aber wenn sie es falsch machen, dann raus mit den Politikern, die blöde Politiker. Und da gibt es diesen totalen Abstand zwischen den Bürgern, den Wählern und die gewählten Politiker, die, denke ich, im Ende tödlich ist für die Demokratie. Und, weil wir sind ja keine Kung-Fu-Pandas. Ne? Wir sind keine Pandas. Und wenn wir dort den Panda hinstellen, das ist die Demokratie, das ist eure Regierung, das ist der Politiker, dann haben wir den Abstand schon geschafft. Und diesen Abstand werden wir nicht mehr überbrücken können. Deshalb, es sind die Bürger, die sich von der Politik distanzieren, und die Politik, also da bin ich wirklich davon überzeugt, die Politik ist immer eine Antwort. Die Politik ist nicht die Initiative. Sie antwortet auf das, was in der Gesellschaft lebt und was die Politiker meinen, dass die Leute gerne sehen möchten. Wie lässt sich jetzt eigentlich das Gesagte von Ihnen mit diesem Zitat von Nancy, oder lässt sich überhaupt mit diesem Zitat von Nancy in Verbindung bringen, wo er nämlich einmal schreibt, Sie, die Demokratie, ist die Bezeichnung, durch was für eine Menschheit, die sich dem Fehlen jedwedes gegebenen Zwecks ausgesetzt sieht, jedwedes Himmels, jedweder Zukunft, aber nicht jedweder Unendlichkeit, exponiert existent. Ja. Das klingt sehr traurig. Traurig, vielleicht aber zugleich auch realistisch. Ich denke, was der Nancy dort meint, ist, dass es gibt überhaupt im menschlichen Leben keine gegebene Zwecke. Es gibt nichts Festes. Ich denke, dass das stimmt und dass vielleicht die Demokratie auf der einen Seite die beste Antwort ist auf diese Tatsache, auf diese Human Condition sozusagen, zugleich aber damit auch die Enttäuschung, die da drin steckt, dass es keine gegebene Zwecke gibt, auch reproduziert und darstellt, und dass deshalb die Demokratie als politisches System etwas wesentlich Enttäuschendes in sich hat. Sie konfrontiert uns sozusagen damit, dass wenn jemand sagt, ich habe jetzt dieses heilige Zweck, Nachhaltigkeit oder die Nation oder irgendwas, dass dann die Demokratie sofort sagt, aha, da steht ein Bürger und er hat einen Zweck. Ne? Und damit ist es individualisiert, damit ist es relativiert, damit ist es historisiert und so weiter. Es ist nur ein Bürger, der sagt, ich habe dort irgendein sakrales Zweck. Aber es gibt keinen Zweck an sich sozusagen. Wenn man sich jetzt wenn man sich im 20. Jahrhundert die Formen, die es gegeben hat in Europa, ansieht von Politik,
in Deutschland im Nationalsozialismus, wo sozusagen das Volk hochgehoben wurde. Das war der Zweck, diesem Volk sozusagen zu dienen und sein Leben dem hinzugeben. Ja. Im Stalinismus, der Kommunismus sozusagen, wie ist das in der Demokratie, gibt es so etwas nicht? Es gibt kein verbindliches Ziel, das für alle gilt. Es gibt kein verbindliches Ziel, das für alle gilt, es gibt aber die Idee eines verbindlichen Ziels, das für alle gilt. Mhm. Zum Beispiel im Populismus. Okay. Da ist diese Idee, man kann sagen, das ist irgendwie, ob das nun so gefährlich ist oder so, oder nicht gefährlich oder komisch, vielleicht tragikomisch. Ja. Vielleicht sollte man sagen, der Populismus ist eine tragikomische Erscheinung. In dem Sinne, dass sie diese Idee des Volkes, der Nation und so weiter wieder aufspielt, zugleich aber sofort in das demokratische Spiel aufgenommen wird und sich diesem Spiel auch anpassen muss. Wodurch dieses heilige Zweck, das Volk, sofort eine Position unter vielen wird und eigentlich nur bestätigt, was von vorne an schon bekannt war, es gibt keine gegebenen Zwecke. Aber ist das auch ein Problem in der Demokratie, wenn sozusagen Leute herkommen und in der Demokratie gegen die Demokratie Politik betreiben? Oder das kann die Demokratie vernichten. Eine Illusion, eine politische Illusion kann, das ist das Komische, es ist eine Illusion, zugleich haben auch Illusionen, die sind auch Realitäten und die haben auch richtigen Kraft. Mhm. Die haben die Fähigkeit, ein politisches System auch zu vernichten oder umzubringen. Und das ist vielleicht die Gefahr, die im Populismus drin ist. So, genauso wie es ist im Prinzip möglich, dass die Europäische Union, die wir jetzt haben, und die europäische Integrationsprozesse, dass die vernichtet werden. Das ist durchaus möglich. Also das gibt sozusagen diese Demokratie, wenn Populisten auftreten und davon sprechen, von dem Volk, dann drücken sie sozusagen eine Illusion aus, die aber Realität sein kann für sie. Ja. Aber in der Demokratie sozusagen ist es nicht festgelegt, dass es sozusagen so einen Boden gibt, auf dem Nein, so etwas gedeihen kann. Das stimmt, aber zugleich ist die Illusion des Volkes ist irgendwie für die Demokratie auch wesentlich. Also sie muss auch von dieser Illusion leben. Das Volk muss zum Beispiel in dem Urnengang die Politiker wählen. Das ist die Stimme des Volkes. Das Volk gibt seine Stimme ab und so weiter. Das Volk. Ja, also die Idee des Volkes oder das Ideologem des Volkes oder die Illusion des Volkes ist unbedingt da. Zugleich aber lebt die Demokratie davon, dass diese Illusion nicht zu irgendeiner Substanz hochgeheben wird. Und das ist eben, da ist eine sehr empfindliche Dialektik sozusagen. Das kann sehr leicht schief gehen. In der Wahl, wir haben ja Claude Faure, der hat das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht, dass dieser Populismus, dass wir von einem Volk, von einer Nation sprechen, in der Wahl ist sozusagen diese Einheit tatsächlich geschaffen, aber gleichzeitig löst sie sich sofort danach wieder auf. Genau. Also im Wahlergebnis, das ist der Moment, wo das Volk spricht oder spricht eines, nicht? Es gibt nur ein Wahlergebnis, das ist objektive Tatsache. Zugleich aber im Urnengang ist das Volk total verteilt. Jeder stimmt für sich. Und wenn das Volk nicht verteilt wäre, hätte es überhaupt keinen Zweck, keinen Sinn, einen Wahlgang zu organisieren. Aber was heißt es dann, wie macht man ein Volk? Wie macht man ein Demos? Also wie kreiert man sozusagen dieses, wenn es keinen Boden gibt, auf dem der wächst? Das ist immer der Frage. Ist das Volk etwas, das sich kreiert, das sich bildet? Ja. Oder ist das Volk etwas, das etwa von Politikern oder von Ideologien kreiert wird? Und ich denke, in einer reell existierenden Demokratie ist es immer ein bisschen von beiden. Beides ist anwesend, obwohl grundsätzlich das Volk oder der Demos nur von sich etabliert werden kann, nur sich selber schaffen kann. Also das heißt, durch Schulen, durch Hymnen, durch Diskurs über das Land schafft man sozusagen diesen Demos, den es an sich ja demokratisch ja nicht gibt. Was man schafft, ist der Demos, der kein Volk ist. Okay. Aber das klingt sehr verwirrend. Das ist auch verwirrend. Und diese Verwirrung, die gehört dazu. Also die Tatsachen sind verwirrend. Die politische Existenz einer Gesellschaft ist eine verwirrende Sache, gerade weil es keine gegebenen Zwecke gibt. Zugleich aber die Illusion von etwas Gegebenem auch geben muss.
Und das ist verwirrend und die Demokratie reproduziert sozusagen diese Verwirrung. Und damit müssen die Bürger und müssen wir, muss der Demos sich abfinden. Ja, dann werde ich mir einfach mal, schauen wir mal auf den Markt und fragen die Bürgerinnen und Bürger, ob sie sich damit abfinden oder nicht. Ja, ob sie verwirrt sind und man kann vielleicht feststellen, ob sie verwirrt sind. Man kann vielleicht aber auch feststellen, ob sie wissen, dass sie verwirrt sind. Also ob die Verwirrung auch eine bewusste Verwirrung ist. Ja, dann lassen wir, schauen wir mal, oder? Gerne, gerne. Okay. Das wäre ein weiterer Philosoph, mit dem wir uns auch beschäftigt haben, der von dieser linken Spur versucht zu kritisieren. Die Demokratie, der hat an einer Stelle geschrieben in seinem Werk Der Hass der Demokratie, auf Deutsch übersetzt von Jacques Rancière, der schreibt an einer Stelle, das, was wir heute Demokratie nennen, sind Staats- und Regierungspraktiken, die dafür sorgen, dass dasselbe herrschende Personal im Großen und Ganzen unter anderen Etiketten reproduziert wird. Ja. Kurz gesagt, handelt es sich um die Aneignung der öffentlichen Sache durch eine solide Allianz von staatlicher und wirtschaftlicher Oligarchie. Mhm. Meine Frage an Sie wäre einfach, glauben Sie, dass das Recht hat in diesem Sinne? Ich denke, dass er recht hat in dem Sinne, dass wir heute in einer Situation leben, wo eine wirtschaftliche und politische Oligarchie sich miteinander verbunden haben. Und das ist zugleich aber, denke ich nicht, und das denkt er wohl, dass das etwa Ende eines Prozesses ist oder so. Ich denke, das ist Teil eines Prozesses der Erneuerung und Reformierung, ständiger Reformierung der Demokratie. Ich denke, sobald wir nicht totale politische Gleichheit haben, und das haben wir nicht, wird es immer eine Tendenz zur Oligarchisierung geben. Also es geht immer in Richtung Oligarchie. Und deshalb muss man diesem Tendenz immer entgegenwirken. Und ich denke, im Moment, wo wir unter dieser, was dann genannt wird, neoliberalen Hegemonie leben, da ist die Tendenz zur Oligarchie sehr stark. Also Oligarchie verstanden als die Regierungsform von wenigen, die nicht aufgrund ihrer politischen Qualitäten gewählt worden sind. Sondern meistens mit Geld verbunden ist. Ja, ja. Und das ist eine Tendenz, die, denke ich, in jedem politischen System drin ist, weil es immer eine Ungleichheit, nicht alle regieren. Ja. Nicht alle sind an der Regierung beteiligt, nicht alle sind gleich aktiv in der Wirtschaft. Mhm. Deshalb wird es dort Ungleichheiten geben und die müssen ständig wieder diskutiert und repariert werden. Und das ist, was uns im Moment fehlt. Die Verbindung zwischen Macht und Politik. Platon sagt, eigentlich sollten die regieren, die nicht die Macht an sich reißen wollen, sondern diejenigen, die eigentlich kein Interesse an der Macht haben. Ja, aber Politik hat natürlich immer mit Macht zu tun. Und ich denke im Moment das große Problem, dass unsere Gesellschaften, die deutsche, die niederländische, dass unsere Gesellschaften haben, ist gerade die Vermischung von Politik und Wirtschaft. Und von politischer Macht und wirtschaftlicher Macht. Dann werde ich einfach mal die Leute fragen, ob sie auch so, das so sehen oder wie sie sich in der Demokratie überhaupt fühlen. Ja, das ist eine interessante Frage. Okay, dann machen wir das. Some philosophers believe that the connection between power and money rules our democratic system. What do you think about it? Well, it's a very difficult question. Yeah, it is. I'm not sure. I think that in the current democracy, power and money are connected. And it also has a lot to do with your support and the voice that you're able to sort of carry out to the public. Mm-hmm. So if you're, for instance, on the news and you have a lot of bold statements and you have like airtime, which probably costs money, or advertisements, and then maybe you have a lot of influence on the public opinion and people believe what you're saying. Like Berlusconi, this is one maybe, example maybe, in Italy. Yeah.
Yeah, so maybe then also even bad publicity is also publicity. Yeah. But I'm not sure about money. I think in the United States, I've heard that there's really like billions of dollars going into the campaigns of the presidential candidates. Yeah. But I'm not sure what it's like here in the Netherlands, actually, if you need a lot of money to run your party or... So Rancière is right in the USA, but not in the Netherlands. Maybe, yeah, it could be true. I think in the USA, there's no way that you could run for president without a huge lobby and like companies supporting you financially or influential stakeholders or whatever. Mm-hmm. Maybe I have sort of an idea or a dream that it's not the case in the Netherlands or in Europe, but maybe I'm wrong and it's actually money and power are really connected and we're all looking at the powerful people that could afford to be in politics. And do you believe that your votes in our democratic system can change anything? Yes, I think in the end you have to believe this because it's still the majority that decides which party is going to rule the country. If you stop voting, then for sure you're not going to change anything. So as long as enough people vote for a smaller party, this party can grow. And also you see that if people stop voting, then the large parties, they really shrink. But I think at the moment it's fluctuating really a lot. So I think many people don't even really know what they actually want to influence. They just change their preferences really quickly. Mm. And they hope that the outcome will be better. But I don't know if they're really sure what the effect of their vote will be. I'm also not really sure what I will achieve by voting for a party, actually. Yeah, thank you very much for your answers and have a nice day. Okay, you're welcome. Thank you very much. Yes, I think so. And it's all about the power of yourself. And, Okay, the connection of power and money is it's real. Money is a big thing, yes. And about in a democracy. In the democracy. Yes. And do you believe that your vote can change anything in democracy? Yes, but a little piece. A little bit, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. I think that's true. That's true. Yeah, that's true. Because they are very close to each other. Yeah. So economic power makes you can do a lot more if you have economic power in life and if you have money. It is connected in reality. Yeah, I guess so. For me it is. And what do you think about your vote in a democratic system? Do you think that this vote can change anything? I think it's good that we have a democratic system. Okay. It's better than just one man or dictatorial system. Okay. Well, one man has the power. Okay. So I think democratic system is the best system. Well, I think democracy is a good thing. Yeah. That every country should have democracy. Yeah. But like the people who live in countries don't make the right decisions. Because people in my country, the Netherlands, every year they make the same bad decision to vote for the worst politician ever. Like this last year, everyone voted for Mark Rutte, VVD, and it's destroying our country because it's too right-wing for us. Okay. And I'm not saying that I'm left-wing, but I don't choose any parties, but it's every year people make the worst decisions in our country. And do you believe that you can change anything with your votes in democracy? No. Yeah, really? No. I think that my vote is useless in this society and I don't really vote. I completely agree. Yeah, really? Yeah. Because I think like the majority in this country just votes for the wrong persons and I think my vote is completely useless. Okay. Yeah. Thank you very much for your answers. No problem. I wish you a nice day. Yeah, good luck. Thank you. Yes, good luck. Thank you. Ja, Herr Fallershörde. Die Antworten der Leute am Markt waren eigentlich so verschieden wie die Demokratie selbst. Okay, das ging in alle Richtungen. Das ging in alle Richtungen, ja. Aber eine Antwort hat mir sehr gefallen und die fand ich sehr interessant von einer jungen Frau, die gesagt hat, die Frage von mir war so, glauben Sie, dass Ihre Stimme etwas bewirken kann in der Demokratie, etwas ändern kann? Und sie hat darauf geantwortet, man sollte schon daran glauben.
wenn wir nicht daran glauben, ja, aber wo bleiben wir dann, wenn wir nicht daran glauben? Und ich glaube, das kann man sehr gut verbinden mit dem, was wir gesprochen haben über den Demos, ja, dass man ja den sozusagen machen muss. Man muss ja an ihn glauben, sonst ist er ja nicht da. Und man macht ihn, indem man daran glaubt. Also der Glaube gehört schon dazu, ja, weil es Idealgebilde sind oder, wie wir gesagt haben, Illusionen, aber Illusionen, die Realitäten sein sollen. Deshalb muss man daran irgendwie glauben, da bin ich völlig einverstanden. Also diese junge Frau hat recht. Ja, dann würde ich einfach sagen, dass wir mal weitergehen und schauen, was sich die Konsequenzen daraus ziehen lassen. Okay, gerne. Machen wir das. Okay. Ja, Herr van der Zwerde, ich möchte beginnen mit dem Höhlengleichnis von Platon, wo er darüber spricht, über die Szene, wie sich der Philosoph von den Ketten befreit, aus der Höhle nach oben geht ins Tageslicht und die Ideen sieht, die Idee des Guten, und dann wieder zurückkommt und versucht, mit den Menschen darüber zu reden. Nur das Problem ist, oder die Pointe ist, dass der Unterschied zwischen Tageslicht und Höhlenlicht sozusagen so groß war, dass er in der Höhle nichts mehr gesehen hat. Mhm. Und die Menschen haben ihm nicht geglaubt. Mhm. Für mich ist das auch ein bisschen so, wenn ich diese Sachen lese. Also diese Leute, da fragt man sich immer, wie können normale Bürger und Bürgerinnen was damit anfangen? Das verstehen, genau. Das, ja. Und sind sie im Recht, wenn sie sagen, diese Leute, ich verstehe das einfach nicht, was die da reden, das hat nichts mit meiner Realität zu tun? Ja, nun, ich denke, dass der Unterschied zwischen dem Tageslicht und dem Grottenlicht nicht so absolut ist, wie das oft dargestellt wird, auch nicht so absolut, wie es von Platon dargestellt wird. Das ist nicht schwarz-weiß, das ist immer grau sozusagen, nicht, aber in unterschiedlichen Grautinten. Ich denke schon, dass Philosophen den Abstand zu den Bürgern überbrücken müssen, also nicht in der abstrakten Theorie stehen bleiben können, sondern versuchen müssen, das irgendwie zu übersetzen und darzustellen. Ich denke aber auch, dass das sehr gut möglich ist, und ich habe da selber auch welche Erfahrungen gemacht, sogar mit Kindern, die man dann irgendwie im Spiel sozusagen, nicht, zeigen kann, was das auf sich hat, diese Demokratietheorie, was die Probleme der Demokratie sind. Und ich kann, eigentlich sollte ich sagen, es sind keine abstrakte, keine exotische Sachen. Und in gewisser Hinsicht, die Probleme der Demokratie, die Paradoxen der Demokratie und so weiter, es sind Sachen, die wir eigentlich wissen und die man nicht nur Bürgern, sondern sogar, wie ich sagte, Studenten und auch kleinen Kindern klar machen kann. Wir wissen es eigentlich schon. In dem Sinne ist politische Philosophie eine sehr konkrete Form der Philosophie. Sie kann aber sehr abstrakt werden. Wenn sie sich verliert in Illusionen von Sauberkeit der Demokratie oder so etwas, nicht? Während im wirklichen Leben, in der Gesellschaft, gibt es diese Sauberkeit nicht, gibt es nie die absolute Diktatur, die existiert nicht, und die absolute Demokratie existiert auch nicht. Es spielt sich sozusagen in diesem Dazwischen ab. Es spielt sich unbedingt in diesem Dazwischen ab, ja. Und ich meine, eine Frage auch, eine weitere, wenn man sich mit diesen Autoren beschäftigt, ist, was bieten sie an? Sie zerstören, also wenn man sich das ansieht, sie blicken sozusagen durch, welche Kräfte dahinter laufen, was wir falsch machen oder was wir richtig machen. Sie stellen Symptome fest, aber man fragt sich immer wieder, was bietet ihr an? Was für Alternativen bietet ihr an? Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob es darum geht, dass die konkrete Alternativen da bieten, sozusagen andere Programme, die man ausführen könnte. Ich denke, was diese Philosophen machen, ist immer hinzuweisen auf die Prinzipien, die in der politischen Realität und auch in der Demokratie wirksam sind, die dort wirken und die dann vielleicht in der Praxis immer etwas abgeschwächt werden oder verändert werden oder vielleicht sogar korrumpiert werden. Und dann sind natürlich diese Hinweise auf die Prinzipien sind auch der Grund, weshalb man kann versuchen, zu den Prinzipien zurückzukehren und sie wieder neu einzuführen, wieder richtiger zu machen, in diesen ständigen Erneuerungsprozess einzubringen. Aber ohne darauf hinzuzielen, dass man irgendwelche Sauberkeit realisieren würde.
Sie haben vorher noch von dem Schmutzigen gesprochen, ja, was verbunden ist an Demokratie. Sie haben auch darüber gesprochen, dass es dieses Tageslicht und diese Nacht nicht gibt, sondern das, was, dass es sich dazwischen abspielt. Sind diese Philosophen zu sauber? Man soll sie nicht in Isoliertheit lesen. Also man sollte nicht nur diese Philosophen lesen. Mhm. Ich finde es sehr interessant. Ich finde das zum Beispiel das blaue Buch ganz interessant. Man soll es aber zusammen mit anderen Büchern, die dann eher empirisch ausgerichtet sind oder eher realistisch sind, zusammenlesen und beides zugleich machen. Da wollte ich Sie fragen, was würden Sie den Menschen vorschlagen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen? Die Bücher, die Sie vorschlagen, kann man sich dann ein bisschen mehr dreckig machen? Sind sie nicht so sauber? Nun, ich habe da zum Beispiel ein Buch, das wir hier an der Uni gemacht haben, das mit Philosophen auf der einen Seite, ich bin auch selber drin, und auf der anderen Seite empirischen Politikwissenschaftlern. Das heißt Creative Crisis of Democracy. Mhm. Und die zentrale Idee ist, dass diese Krise der Demokratie gerade auch das Moment der Kreativität ist und dass also der Dreck nicht nur dreckig ist, sondern dass es eben im Dreck auch die Unterschiede gibt. Mhm. Nicht alles ist gleich dreckig, obwohl Dreck immer da ist, so könnte man das sagen. Und sonst ein Autor, den ich sehr stark empfehlen würde, ist Pierre Rosanvallon, ein Franzosen, der sehr, sehr viel über Demokratie geschrieben hat, unter anderem diesem Buch La Contre-Démocratie. Mhm. Ich bin eigentlich sicher, dass das auch in deutscher Übersetzung, jedenfalls auf englischer Übersetzung gibt es das. Und der ist, das finde ich, ein sehr starker Autor. Ja, und ich würde empfehlen, die zwei Bücher, die wir auch behandelt haben in dieser Sendung, nämlich Demokratie, Fragezeichen, das sind verschiedene Autoren aus dem linken Spektrum, die sich mit dem Phänomen der Krise der Demokratie auseinandersetzen. Und ein weiterer Autor, Jacques Rancière, mit diesem aktuelleren Buch, Der Hass der Demokratie, der sich auch mit diesem Problem auseinandersetzt. Und von der Sverde. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie heute mein Gast waren. Gerne gemacht. Ich hoffe, wir bleiben im Dialog. Unbedingt. Auf Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Ja, liebe Menschen, ich hoffe, dass diese Sendung zeigen konnte, wie vorsichtig wir sein müssen, um die Symptome des Aushöhlens der Demokratie nicht unbewusst mitzumachen. Für alle Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.philosophisches-experiment.com und eine schriftliche Auseinandersetzung mit dem Problem finden sich auch in der nächsten Ausgabe des Hohe Luft Magazins, welches im November erscheinen wird. Die Sendung beenden möchte ich mit einem Zitat von Jean-Jacques Rousseau, der hier in diesem Zitat auf Trajan, den römischen Kaiser, eingeht, der nach der Legende hier oben in Nijmegen an einer Anhöhe gestanden ist und über sein Reich gesehen hat. Ich bedanke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Hier schreibt Rousseau: Es ist unbestreitbar und es ist die Grundregel des gesamten politischen Rechts, dass sich die Völker Oberhäupter gegeben haben, damit diese ihre Freiheit verteidigen und nicht, damit sie die Völker versklaven. Wenn wir einen Fürsten haben, sagte Plinius zu Trajan, dann dafür, dass er uns davor bewahrt, einen Herrn zu haben.